Wir spielen ein neues Spiel. Ja. Eins wieder aus der älteren Generation von der PlayStation 2. Asterix Obelix XXL 2 Mission Las Vegas. Das Spiel ist aus dem Jahre 2005, steht jedenfalls hier, ist von Atari. Und ich denke mal, so wie wenn ich die Bilder hier so sehe, ist es ein Jump'n'Run. Und wir drücken mal Start. So. Müssen wir irgendwas einstellen? Option, Sprache, Backdrive aktiviert. Okay. Neues Spiel. Spielen. Mal sehen, wie es das mit der Speicherfunktion hier ist. Wir müssten eigentlich noch genug Platz drauf haben. Oha. Das sind bestimmt die Römer. Nicht schon geil gemacht, so. Für PlayStation 2 damals. Sag schon, Miraculix, was ist hier los? Beruhige dich, Portion Gyros. Wir warten auf Mannequin Pix. Er ist unpünktlich wie immer. Da ist er. Bitte entschuldigt meine Verspätung, werte Freunde. Ich vergaß das Feuer unter meinem Kessel zu löschen. Wie geht's? Ja, ja, soweit so gut. Aber es ginge noch besser, wenn Miraculix... Psst. Kommen wir zur Sache. Ihr wisst doch, dass Cäsar das gallische Dorf erobern will. Mein Dorf. Das ist nichts Neues. Naja... Ich glaube, das wird ihm nun bald gelingen. Bei Zeus! Beim Belenus! Beim Odin! Beileid! Also wirklich, Miraculix! Dank deines Zaubertranks, der euren Kriegern übermenschliche Kraft verleiht, hat dein Dorf doch nichts zu befürchten! Um dein Dorf besiegen zu können, müsste Cäsar den Truppen eine Waffe geben, die noch mächtiger ist als die deine. Und ich wüsste wirklich nicht, wer ihnen eine solche Waffe verschaffen könnte. Außer uns natürlich! So ist es! Bravo! Zugabe! Da Capo, wie es so schön heißt. Gut gemacht, mein Freund. Welch prächtige Druidensammlung. Sie sind dein, edler Cäsar. Nütze sie gut. Das werde ich, Miraculix. Miraculix, Verräter? Da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Um Druiden zu sprechen. Hm. Ich heiße Sam Schiffer, Gallia. Und ich errate sehr wohl, wer ein Verräter ist, da ich selber einer bin. Und zwar in Rom, wie ich euch verraten darf. Denn dort will ich Cäsar in den Rücken fallen. Kannst du mir verraten, wovon der überhaupt spricht, Asterix? Du machst den weiten Weg bis hierher, um unseren Druiden zu verleumden, Römer. Und du gibst zu, dass du selbst ein Verräter bist. Ja, aber ich bin jetzt auf eurer Seite, Gallia. Lass ihn erstmal ausreden, Asterix. Stimmt schon, Miraculix war in letzter Zeit komisch. Letzte Woche wollte er mir partout keinen Zaubertrank geben. Aber er will dir doch nie Zaubertrank geben, Obelix. Du bist doch als Baby hineingefallen. Außerdem macht das doch Miraculix nicht zum Verräter. Ihr werdet doch nicht dem Erstbesten Römer glauben. Primtotatus, er ist verschwunden. Oh, der Verräter. Ich bin hier, Gallia. Ihr glaubt mir nicht? Seht her, ein Beweis. Die goldene Sichel von Miraculix. Beim Teutates, wenn Miraculix hier wäre, dann könnte er all diese Vorwürfe mit Sicherheit entkräften. Belenus allein weiß, wo er sich befinden mag. Er ist in Las Vegas. Was ist das, Las Vegas? Las Vegas.
Diese im Herzen Roms gelegene Stadt wird dem Luxus und Laster verschrieben und zur größten Freude der Bevölkerung ausschließlich dem Spiel gewidmet sein. Las Vegum. Hier kämpfen Gladiatoren rund um die Uhr. Hier werden täglich Sklaven hungrigen Löwen zum Fraß vorgeworfen. Mhm. Und vor allem ist in Las Vegum der Kunde König. Hier wird für Stimmung gesorgt. Hier werden ihre Träume wahr. Erleben Sie das romantische Lutetia, als wären Sie dort. Lassen Sie sich von einer Horde Piraten unterhalten, bis Sie vor Lachen platzen. Und verbringen Sie eine unvergessliche Nacht im Caesar Palace. Las Vegum, das gibt's nur in Rom und nirgendwo sonst. Eröffnung in wenigen Tagen. Eine Julius Caesar Produktion. Eine Stadt für Spiele? Die spinnen die Römer. Asterix, Obelix und du, begebt euch nach Rom. Nur so können wir erfahren, warum Miraculix uns verraten hat. Du meinst erfahren, ob er uns verraten hat, Majestix? Ja, das meinte ich auch. Ich werde euch begleiten, Gallia. Du hältst dich da raus, Sam Schiffer. Das ist sicher eine Falle. Aber wir haben wohl keine Wahl. Also, los geht's, Obelix. Na los! Es geht los. Obelix, Idefix, alle sind da. Mal gucken, was hier. Aha, hier ist Feiden. Sliden. Ring. So, Kamera. Kamera ändern. Ich kann nur wechseln. Ah, okay. Ja, das müssen die mir mal aussagen hier. Schön. Okay, Abfahrt. Kaputt machen können wir nichts. Einsammeln können wir was. Römerhelme. Goldene Römerhelme. Die sind mal 5. Kann ich irgendwie speichern schon mal? Was ist denn das hier wieder? Was? Okay. Was haben wir hier? Mal 3. Okay, die Kisten können wir auch zerlegen. Wir sammeln erstmal. Für was auch immer. Können wir schnell laufen? Nee. Runterspringen ist bestimmt keine gute Idee. Versteckt. Wetten. Hat das was gebracht? Ich hab's gar nicht aufgepasst, ob ich... Bitte als Co-op ist das geil schon mal.
Was meinst du, Asterix? Soll ich anklopfen? Nein, Obelix, sonst geht die Tür kaputt. Aber natürlich. Gallia! Schau mal, Asterix. Unser Freund der Verräter. Ihr könnt nicht durch den Haupteingang rein, Gallia. Der Park ist für Besucher noch geschlossen. Ich kenne aber einen geheimen Eingang. Hinter dem Felsbrock. Jetzt kommt dein Part, Obelix. Halt das mal, Verräter. Hey, hey! Vorwärts, Obelix! Kommst du mit, Sam Schiffer? Geht schon mal vor, Gallia. Ich komm dann nach. Ich frage mich nur, wie wir speichern können hier. Stand das Ladevorgang oder Speicher? Da stand Ladevorgang, oder? Auch noch höher springen. Dafür drückst du einfach zweimal auf die Sprungtaste. Okay. Redisch. Seh nix. Ah. Okay, das ist dann bestimmt jetzt wieder hochlaufen. Mit dir! Oh, jetzt müssen wir aber bestimmt mal hier. Holen wir uns das hier, hä? War ja jetzt nicht besonders schwer. Gut. Gallia, hinter dieser Tür befindet sich das Herz von Las Vegas. Um aber dorthin zu kommen, muss man diese Tür öffnen, die ein ultramodernes Sicherheitssystem hat. Du Scheiße! Seht ihr die vier Fackeln ringsherum? Keine von ihnen ist entzündet. Sobald sie aber brennen, tralala, wird die Tür sich öffnen. Ich weiß, es ist seltsam. Wer lässt sich sowas einfallen? Es soll ein absolut sicheres System sein. Und wie lassen sich diese hübschen Fackeln anzünden? Dafür muss man die gleichen Fackeln dort im Saal entzünden. Einfach auf die Fackel schlagen und aus dem Dunkel erscheint ein Licht. Ich öffne euch das erste Lager und warte dort auf euch. Thank you.
Hey, wo ist das erste? Wir werden nochmal. Jo. Kleines Missgeschick. Ihr könnt doch kämpfen, oder? Sonst solltet ihr jetzt flüchten. Schaut euch diese Tür an. Die Zahl verrät euch, wie viele Römer ihr eliminieren müsst, damit sie sich öffnet. Einfach, oder? Um die Römer zu verprügeln, drücke auf Aktion. Wenn du ein bisschen herumprobierst, findest du sicher noch andere Wege, Legionäre zu erledigen. Mehr dazu später. Ah, wo sind denn die Römer? Na, hinter euch! Vorsicht! Aber manchmal ganz schön hartnäckig. Bravo! Denen habt ihr eine Lektion erteilt. Das ist ein bisschen wie ein Tutorial noch gemacht. Tipp-Bonus. Das ist eine Herausforderung für Asterix und Obelix. Um einen Tippbonus zu erhalten, muss man mit der ersten Sequenz den Feind bearbeiten, über dessen Kopf sich das Symbol befindet. Aha. Wenn ihr das schafft, bekommt ihr den Bonus automatisch. Okay. Du weißt sicher schon, dass du jederzeit Asterix oder Obelix steuern kannst, indem du auf die Wechseltaste drückst. Ist so richtig, was ich immer. So, jetzt. Klasse, dieser Zaubertrank. Er wird dir äußerst nützlich sein, um die Römer zu vermögen. Okay. Ich finde, die hiesigen Römer fliegen besser, oder Asterix? Wahrscheinlich haben die neue Rüstungen. Die sind viel windschnittiger als früher. Oh, das ist aber nett von Ihnen. Okay. Eine Flamme wäre entzündet. Gratuliere zu diesem tollen Gefecht. Wie in alten Zeiten. Treffen wir uns im nächsten Saal, wo ihr die zweite Fackel entzünden müsst. Du weißt sicher schon, dass du jederzeit Asterix oder Obelix steuern kannst, indem du auf die Wechseltaste drückst. Ja, ich weiß. Es ist äußerst praktisch, wechseln zu können, denn manche Aktionen kann nur Asterix ausführen und manche nur Obelix. Manchmal erfordern die Rätsel scharfes Nachdenken. Glaubst du etwa, dass Obelix durch diese schmale Passage da passt? Wohl kaum.
Mit wem spricht der denn, Asterix? Keine Ahnung, Obelix. Ich fang an, mir wirklich Sorgen um den guten Mann zu machen. Na hier. Dieser Gegenstand hat die gleichen Farben wie Obelix. Ah, okay. Wow, ein Bumper! Damit könnt ihr fast so gut springen wie ich. Herausgefunden, dass sich manche Türen nur mit vereinten Kräften öffnen lassen. Haben sie schon geil gemacht. Nur noch zwei Fackeln. Wir treffen uns im nächsten Sack. Na, kommt euch diese an einem Kabel aufgehängte Plattform bekannt vor? Nee. Sie wurde allerdings verbessert. Zwar kann auch weiterhin nur Asterix darauf klettern, aber um sie zu ziehen, muss Obelix sich jetzt bloß auf die Markierung am Boden stellen und die Aktionstaste drücken. Die Taste muss nicht mehr gehalten werden. Aha, da spielen sie bestimmt vom ersten Teil an, wenn was. Vorsicht. Nicht schlecht, was? Davon gibt's später noch mehr. Vielleicht sogar welche, die sich alleine fortbewegen. Sauber. Diese Türen sehen verstärkt aus. Um die zu demolieren, muss man schon dick und stark sein. Das sind wir. Wie? Hier ist niemand dick. Na, ihr wisst schon. Noch eine Fackel und ihr seid in Las Vegas. Trefft mich, bla 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 bla. Ihr wisst ja, was zu tun ist. Und wie immer, das Beste am Schluss. Diese große Kugel ist eine Bombe. Also bitte mit Vorsicht handhaben. Sie dürfte ausreichen, um diese baufällige Mauer dort wegzupusten. Aber zuvor muss dieser kleine Wall aus dem Weg geräumt werden. Versucht, diesen kleinen Fels zu schieben. Geht auf den Felsbrocken zu. Tasten müssen keine gedrückt werden. Geht alles automatisch. Tja, der Fortschritt. Der hält uns wohl für bekloppt, Asterix. Ich weiß doch, wie man so ein Steinchen wegschiebt. Ich frage mich vor allem, von welcher Taste der die ganze Zeit schwafelt. Mit Hilfe des Felsbrockens könnt ihr sicher den Vorsprung da oben erreichen. Hervorragend! Jetzt könnt ihr die Bombe problemlos wegtragen. Geht einfach auf sie zu und ihr packt sie automatisch, ganz ohne Tastendruck. Wenn ihr die Bombe in der Hand haltet, bewegt ihr sie genauso wie Asterix oder Obelix. Aber Vorsicht! Wenn die Bombe eine Mauer berührt oder einen Schlag abkriegt, wird sie gezündet. Und dann macht es BOOM! Also, versucht nun, die Bombe zur Mauer zu bringen, um diese zu sprengen. Aber lasst mich erst verschwinden. Nanu? Thank you.
Wow! Das haut rein! Später findet ihr sicher weitere Wege, diese Mauern zu sprengen. Diese Bombe müssen wir mit größter Vorsicht handhaben. Könnten die Römer nicht Bomben bauen, die in die Tasche passen? Wo ist denn eine Bombe? Oh, gibt's wieder eine? Ach so, okay. Letzte. Und rein geht's. Bravo, Gallia. Ihr habt alle Fackeln entzündet. Tja, ihr seid eben Helden. Aber aufgepasst, ihr begebt euch ins Herz von Las Vegas. Seid vorsichtig. Ich habe gehört, dass im kleinen Venezia ein Druide gefangen gehalten wird. Es handelt sich vielleicht um Miraculix, denn der Gefangene wird scharf bewacht. Verschafft euch Einlass ins kleine Venezia, um ihn zu befreien. Wenn ihr Hilfe braucht, ich bin immer zur Stelle. Und bevor ich's vergesse, hier, ein Plan des Parks. Mit diesen Plänen könnt ihr euren Fortschritt speichern. Toll, ihr habt einen Diamanthelm gefunden. Dieser Helm ist Gold wert. Es gibt sicher noch weitere im Park. Versucht, so viele wie möglich zu finden. Speichern. Ja. Speichern erfolgreich. Auch wenn das schwierig wird. Mit all dem Geld könnt ihr jede Menge nützliche Sachen kaufen. Okay. Gut. Wir haben den Anfang geschafft. Ich denke, bis jetzt macht's Bock. Woher von dem Spiel nie was gehört. Einfach mal reingelegt, einfach mal geguckt. Passt. Gut. Wir machen hier erstmal Cut und dann geht's nächstes Mal weiter in Las Vegas.